existiere, etwas verwirklicht, was ich immer, wovon ich immer geträumt habe, dass dieser Klang Raum schafft und nicht Raum benutzt. Die Leute kommen rein und hören wirklich in die Höhe, hören in die Weite. Und plötzlich ist mehr Klang, mehr Platz da, auch für die einzelnen Stimmen. Und man hört diese Stimmen als lebendige Spuren in diesem ganzen Turm. Und das ist das Gegenteil davon, was sonst auf einer Bühne oft passiert, dass man die Macht der Lautsprecher benutzt, um Raum zu besetzen, um einfach auf etwas auf die Leute loszuschießen. Und hier ist es ganz anders. Die Leute sehen wirklich hier, wo das Zentrum der Klänge sind. Sie können hineingehen und das Zentrum geht eigentlich von da aus nach allen Seiten. Werden die Klänge genau erzeugt? Das ist einerseits ganz einfach, weil die Klangregisseure und die Musiker, die hier mitmachen und oben spielen, eigentlich wirklich auf ihrem Laptop, haben dasselbe Programm, üben zu Hause, kommen hierher und spielen eigentlich mit ihrem Laptop in das bestehende Computernetzwerk. Und dieses Programm, das wir bekommen haben für den Klangturm, hat drei Möglichkeiten. Einerseits kann man damit aufnehmen und wiedergeben wie mit einem Mehrspur-Tonbandgerät. Dann kann man aber auch live, ohne dass das Band überhaupt fährt, die verschiedenen Kanäle live elektronisch zueinander verarbeiten. Und man kann aus der bestehenden Klangbank, die sich über das halbe Jahr, in dem wir gearbeitet haben, hat man direkt Zugriff und kann jederzeit spontan, so wie man quasi assoziativ, kann man auf einen Klang zugreifen und den in die vorgeformte Komposition spontan einfügen. Es gibt ein witziges Bild, das mir in den Sinn gekommen ist. Also wenn man hier diese ganze Arteplage als große Badewanne betrachtet, und da geschehen ja ganz viele Sachen und es füllt sich langsam über den Tag mit Stimmung, und hier am Klangturm ist quasi der Ausfluss und wir können den Stöpsel rausziehen und dann fließt das runter und wir sind hier wirklich dieser Frischluftmoment, wo auch Ruhe entsteht. Wir haben diese Funktion gegenüber der Arteplage. Und dann gibt es ein sehr ernsthaftes Bild, dass eben dieser oben offene Turm sich in die Landschaft hineinstellt, in diese Soundscape hier, und durch diese Dimension von diesen 40 Metern ganz viele verschiedene Schichten zum Klingen bringt, die übereinander liegen und in denen das Ohr rauf und runter gleiten kann beim Hören. Und so wird dieses Geschehen auf der Arteplage einbezogen in die Umgebung. Man hat unten das Wasser, noch tiefer die Erdschichten und über uns die Luftschichten. Und plötzlich entsteht eine Harmonie der Wahrnehmungen, die in diesem Moment hier unglaubliche Ruhe erzeugt, so als ob man vor einem schönen Sonnenuntergang sitzt.
Ja, ich betrachte den Klangturm seit jeher als eine Ausstellung mit anderen Mitteln, also als ein visuelles Ereignis, das eben sich paradoxerweise über die Ohren mitteilt. Also der Turm ist nicht davon wegzudenken. Die Tatsache, dass es in einem Turm ist, als Peter Russe, glaube ich, der Erste war, der mit der Idee kam, dass ein Turm hinüberzunehmen, da war ich sofort gleich elektrisiert, die Tatsache, auf dieser Höhe zu spielen. Und ich glaube, dass der Turm jetzt als Ausstellung und als musikalisches Ereignis eben auch in sich selbst so etwas sehr Innovatives trägt, wie viele andere Dinge, eine Innovation verkörpert und zugleich eben eine Innovation ist, die ihre Zugänglichkeit bewahrt für die Leute. Also nicht die Leute abweist, sondern im Gegenteil sie anzieht und sie zu sich holt. Und das gefällt mir daran. Und darin ist er auch sehr repräsentativ für die Expo, die ich meine. Der Klangturm ist ein Projekt, ich denke, welches die kulturelle Bedeutung der Musik unterstreicht. Und man kennt uns, die SWISA, als Inkasso-Organisation. Wir verwalten ja Urheberrechte an der Musik. Aber man kennt uns zu wenig als eine Institution, die auch dank diesem Inkasso für die Urheberrechte eben die musikalische Kultur unterstützt. Die Urheber würden ja nicht Musik schreiben, wenn sie keine angemessene Vergütung erhalten würden. Die Produzenten würden nicht investieren, die Verleger würden nicht investieren. Also dieses Inkasso trägt zur musikalischen Kultur unseres Landes bei. Und ich glaube, dieser Klangturm kann das symbolisieren. Er ist übrigens ein sehr innovatives Projekt, musikalisch, technisch. Er ist für mich wenigstens neu. Ich glaube, er ist für die Schweiz neu und er passt wunderbar auf diese Art der Plage. Mir gefällt am besten, dass es eine Ausweitung unserer Sinne ist. Vom ganz Banalen, nämlich den Schritten auf dem Boden bis zu den Klängen des Weltalls, vom Wasserrauschen bis zu sphärischen, unbekannten Klangwelten, wird man hier in eine neue Welt getaucht. Alors le mieux, c'est encore une fois la technologie. Le fait d'entendre les sons en hauteur, en largeur, en profondeur, de les entendre tourner dans la tour, de les entendre tomber en cascade, ça c'est un effet technologique extraordinaire.